Hallo und willkommen auf meiner Mountainbike-Tour. Begleite mich durch den Harz über schöne Trails und Waldwege bei ziemlich kalten Außentemperaturen. Und nun viel Spaß! Willkommen auf meiner Mountainbike-Tour. Es ist Spätherbst, es ist ziemlich kalt, wir haben gerade mal minus 1 Grad. Ich habe mich wieder warm angezogen. Ich beginne hier jetzt in Wolfshagen im Harz und werde von dort aus über Hahnklee zu Schalke, einem speziellen Aussichtspunkt und ein Punkt der Harzer Wandernadel, fahren. Von dort aus über den Rammelsberg runter nach Goslar. Und von Goslar geht es dann wieder nach Wolfshagen im Harz zurück. Es ist heute ordentlich kalt, es hat die Tage sehr viel geregnet, das heißt, ich werde heute Touren aussuchen, die technisch nicht sehr anspruchsvoll sind, weil ehrlich gesagt bei der Temperatur habe ich keine Lust, dann noch durch den Schlamm zu fahren. Dafür werden wir einiges an Höhenmetern haben und es wird also quasi durch die Höhenmeter anspruchsvoll. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Ich weiß nicht, ob die Hunde mich fressen wollten oder mit mir spielen wollten. Auf jeden Fall sind sie wieder zurückgelaufen. So, wir sind jetzt bei den Altarklippen angekommen und ich habe Glück, nachdem es die letzten Tage sehr, sehr nass war, also deutlich überdurchschnittlich nass für November und auch sehr windig und diesig, ist heute tatsächlich wie vorhergesagt, eher ja, sonnig, kann man nicht sagen, aber nur leicht bewölkt und wirklich schön hier. Ich mache euch ein Foto und dann geht es gleich weiter. Weiter geht's, es geht zur Rolle und über die Rolle nach Hahnklee. Die Rolle ist eine Wegkreuzung und da geht's jetzt erstmal hoch. Hier auf diesem Stück Weg hat man meiner Meinung nach noch einen besseren Ausblick als von den Altarklippen. Ich mache euch mal ein Foto.
Ja, hier ist schon alles gut gefroren. Ich befinde mich auf dem sogenannten Liebesbankweg, einem beliebten Wanderweg, ja, bei dem sich alles um die Liebe dreht, und kommen wir gleich zur Liebesbank. So, willkommen an der Liebesbank. Ich mache euch ein Foto und dann geht's gleich weiter. Wenn du dich wie ein Eisbrecher fühlst. Oh. So, der Liebesbank-Trail war doch an einigen Stellen ein bisschen vereist. Jetzt geht's weiter. So, ich befinde mich jetzt in Auerhahn. Und von Auerhahn geht es hoch zur Schalke. Ich mache kein Foto vom Schalker Turm. Mir ist fürchterlich kalt. Es ist bestimmt minus 4 Grad hier oben. Ich habe keine Lust, hier länger zu bleiben als nötig. Stattdessen gibt es jetzt einen traumhaften Ausblick auf den Brocken. Davon mache ich euch auf jeden Fall ein Foto. Schaut euch das mal an. Das sieht doch voll geil aus. Hier in der Waldschrathütte am Siedekrumm war ursprünglich mal ein Stempel der Harzer Wandernadel. Von hier aus geht es nur noch bergab bis nach Goslar. Durch die niedrige Temperatur und den Fahrtwind verspricht das kalt zu werden.
So, ich bin jetzt in Goslar am Alter Meister Turm. Jetzt geht's runter nach Goslar und wieder nach Hause. So. Hier ist nochmal ein Traumaussichtspunkt. Ich mache euch ein Foto. Der sogenannte blaue Haufen. Von hier aus kann man sehr schön Goslar überblicken. Insbesondere im Sommer, an Sommerabenden ist das hier total schön, sich hier hinzusetzen und sich einfach Goslar anzuschauen. So, wir verlassen Goslar jetzt wieder, fahren über den Radweg und Astfeld noch aufs Rand zurück. Ich bin wieder bei Sagen im Harz angekommen, beim Startpunkt unserer Tour. Ich hoffe, die Tour hat euch Spaß gemacht. Schaut gerne das nächste Mal rein. Es kommen sicherlich bald neue Videos. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!